Ja, Leute, was geht ab? Und willkommen. Wir reagieren heute und jeder hat drauf bestanden, Leute, auf Paschat. Und zwar, wer ist Mafia? Wir haben schon mal im Stream drauf reagiert, aber da war es irgendwie so, dass wir schon wussten quasi, wer dieser Imposter ist. Wie heißt der? Der Wolf. Mafia. Achso, okay. Deswegen heißt es ja auch Mafia. Das ist ein anderes Spiel. Der Wolf. Und jetzt ist aber so eingestellt, dass wir mitraten können. Ich freue mich drauf. Freue mich auch. Ihr könnt auch mitraten in den Kommis und let's go. Hallo ihr Süßen, Entschuldigung, willkommen zu einer neuen Mafia-Runde mit einer Besonderheit heute. Ihr werdet nicht von Anfang an wissen, wer Mafia ist, wer Bürgerin ist, wer Bürger ist, wer Heiler ist. Deswegen könnt ihr mitraten, kommentiert, was das Zeug hält. Holt. Ich glaube, die Leute wollten eh immer mitraten, haben den Part immer geskippt, weißt du, was ich meine? Weil es macht mehr Spaß mitzuraten, weißt du? Wie bei In einem Sky so, du weißt nicht, wer der fast Ermordete ist und deswegen, weißt du, was ich meine? Da weißt du es auch nicht. Deswegen, also ich dachte, das war von Anfang an so. Ja, ja. Weil anders hätte ich es gar nicht gemacht. Gut, dass ich es umgestellt habe. Das ist viel besser. Paschat, melde dich, kann ein Manager werden. Ich weiß ganz genau, wie du im Markt groß wärst. Einfach Paschat, Manager gerade. Der zittert kurz. Eure Familie jetzt vor diesem Bildschirm zu Hause. Guckt zu. Ich erwarte euch in den Kommentaren und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Mafia-Runde. Ich küsse eure Herzen. Das sind die Regeln. 8 Spieler, 8 Karten. 2 für die Mafia, 6 für die Bürger. Die Karten werden zufällig von allen Teilnehmern gezogen. Gespielt wird in Runden, bestehend aus Tag und Nacht. In der ersten Nacht offenbaren die Mafiosi sich gegenseitig ihre Identität. Alle anderen Augen bleiben geschlossen. Dann können alle ihre Augen öffnen und das Spiel beginnt. Am Tag wird diskutiert, wer Mafia sein könnte. Am Ende des Tages wird eine Person durch Mehrheit rausgewählt. Diese muss ihre Rolle offenbaren. Ab der zweiten Nacht darf die Mafia zusätzlich eine weitere Person töten. Aber unter den 6 Bürgern gibt es noch eine spezielle Rolle. Der Heiler kann jede Nacht eine Person schützen. Wenn er die Person auswählt, die die Mafia töten wollte, bleibt die Person im Spiel und die Kraft des Heilers erlischt. Das Spiel endet, wenn beide Mafiosi eliminiert wurden oder die Anzahl der Mafia und Bürger gleich ist. Lasst das Spiel beginnen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal jetzt. Bei jeder Mafia-Runde ist eine Wildcard aus der Community dabei. Abonnieren lohnt sich also. Beginnen wir mit der heutigen Wildcard. Bambi! Mein der Typ, der die Leiche spielen muss, denkt immer noch, ich liege hier immer noch seit 4 Episoden. Egal, Stunden und 20 Euro. Mein Bär, unser TikTok-Alleskönner. Ist der auch bald mein Mafia-Boss? Wir werden es sehen. Harun, Leute. Mein Schatz Harun, mein Löwe, mein Bär, mein Bär. Mein Löwe, mein Bär, er kann einfach alles. Harun. 100% Heiler. Was wäre der Löwe ohne seine große Liebe? Wird das Couple zu Verbündeten oder Feinden? Es wird spannend. Rengi! Rengi! Vorgericht behält sie einen kühlen Kopf und verteidigt, was das Zeug ist. Aber kann sie sich auch selbst gegen die Attacken ihrer Gegner verteidigen? Die größtmögliche Entfernung haben die einfach eingenommen. 2, 3, 4, ganz außen. Ganz einfach, ganz gut. Unsere Anwältin Panthea! Die kenne ich! Instagram oder TikTok. Ich hab's mal gesehen, weil voll viele hatten so zu ihr gesagt, du bist Anwältin. Oh, ich glaube, das ist sie. Und du bist mit einem Shisha-Inhaber zusammen. Oder nee, die ist Ärztin. War das nicht die Ärztin? Als verwechsel ich irgendwas. Was? Als ob die sagen Anwälte, während sie Ärztin ist. Du hast recht, aber sie sieht genauso aus wie ich. Keine Ahnung. Gewinner der Frauenherzen. Doch bisher nur Verlierer im Mafia-Game. Paschats bester Freund, Sofian. Von Love Island zu Mafia Island. Gestrandet mit Mördern statt Boys in Badehosen. Wird sie sich trotzdem durchkämpfen? Aurelia! Kommen wir zu einem einzigartigen Rapper. Bei seinen Lines zeigt er keine Gnade für die Konkurrenz. Ob das im Spiel auch so wird? Asi Memo! War nur Rapper, also Sammy und Enno. Jetzt haben wir wieder einen Rapper dabei. Ja. Was ist denn jetzt los? Bisher war sie immer unschuldige Bürgerin. Hilft dir das heute, die anderen von sich zu überzeugen? Hier kommt die einzigartige Pascha! Es wird Nacht. Also wir können jetzt gucken. Mafia, öffnet die Augen. Wir können jetzt schauen. Die Mafia öffnet jetzt die Augen, Heiler, Leute. Öffne deine Augen. Und der Heiler. Der Tag bricht an. Alright. 100% Paschat. Ich hab's wirklich gespürt, Walla. Es hat gerade angefangen. Ich guck dich an. Du machst direkt einen Fitner. Ganz kurz zur Erklärung. Er ist mein bester Freund. Und er will einfach, dass ich leide.
Und ich weiß nicht, ob es normal ist. Aber jedes Mal, wenn er einen Fitner verbreitet über mich, ist es immer gelogen. Schaut die letzten Mafia-Folgen, hat er mich umsonst einfach rausgekickt. Umsonst. Also, wir sind alle dafür, oder? Also, meine Gefühle also sagen mir, dass meine Frau Mafia ist. 100%. Natürlich denkt er, dass seine Frau Mafia ist, weil die haben Streit. Da sagt, kick dich, ich will dich nicht mehr sehen. Kick dich, ich will dich nicht mehr sehen. Nein, ja, natürlich kein Streit. Aber Bro, warum sitzt sie so weit entfernt? 100%. Muss doch sowas kommen. Der weiß, glaub ich, schon fest. Ich glaube auch. Also vom Gefühl her glaube ich auch da drüben. 100%. Also das Ding ist halt, Leute, würden Horner und ich da mitmachen, ich kenne halt Horner zu gut. Und wenn jemand sagen würde, Horner ist, wird so machen. Nein. Ich denke mir so, guck mal, lass mich einmal in ihr Gesicht gucken, ich weiß, ob sie lügt oder nicht. Ja, ja, aber bei dir genauso. Wenn du lügst, Bruder, dann dein Gesicht plötzlich, ich würde mir wie bei Schlagfall, Hälfte ist gelähmt. So, nein, nein, so. Die Aura sagt da drüben irgendwo Mafia auf jeden Fall. Ich bin 100% sicher, er ist es. Wer? Ich? Nein. Oh mein Gott, wie zahlen. 1.000.000%, ich bin kein Mafia. Stress. Guck mal, ich habe ein ruhiges Gewissen, ich bin kein Mafia. 100%. 1.000.000%, ich bin nicht Mafia. Wir glauben dir jetzt. Aber ich... Du bist auf jeden Fall Mafia. Weil du hast so ein Grinsen im Gesicht gehabt. Vor allem dort hat... Der hat Nase angefasst. Macht so... Du hast einen. Oder fast abgerissen. Bruder, fast abgeschmissen. Du bist. Aber ich muss sagen, von dem Benehmen ist die Frau von Haru, und ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die sagt, mein Löwe, mein Bär, die verhält sich irgendwie komisch. Weil als er sie beschuldigt hat, sie so gemacht, hey, ja, ich wusste, ja, sie bitte glaubt sehr. Nicht, bitte glaubt nicht. Aber es kann auch daran liegen, Leute, weil sie vielleicht das erste Mal auf YouTube ist, ja, und so, ja, TikToks den ganzen Tag drehen und mal so eine Kamera, ja, haben und da reinschauen. Das ist mal ein komplett anderes Feeling. Im Studio allgemein. Das, ja, Ding das ist, aufgeregter. Ich kenne ja keinen von denen so wirklich. Also ich verfolge jetzt keinen von denen, weißt du, was ich meine? Und deswegen weiß ich nicht, wie die acten, wenn die normal sind. Und ich weiß dann nicht, wie die acten, wenn die lügen oder so. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Deswegen zum Beispiel... Halt dich einfach an die Regel Nase fassen. Das ist jetzt immer funktioniert. Nein, aber normalerweise wäre da irgendjemand, den ich kenne, so den wir jetzt öfter schauen, dann wüsste ich, wenn die lügen. Aber hier, yeah, vorne, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie die ich normal... Ja, also, erstes geschossen. Bot bis heute, genau. Du hast gefreut, dass heute mal kein Bot bist, glaube ich. Du bist Mafia und du bist auch Mafia, 100%, ihr zwei. Aber Harun, du kennst ja deine Frau besser als wir alle. Die fällt gerade, ja, anders. So wie sie ist, auf jeden Fall, ist sie Mafia. Aber was ist das? Was ist anders so? Also die ist zu Hause auch so. Wen hast du geheiratet? Ich war zu Hause Mafia. Skandal. Was, also... So, wenn du uns bleiben willst. Also 100% ist meine Frau Mafia. Ab heute bist du nicht mehr mein German Band. Oh mein Gott, Skandal! Wollen wir jetzt aufhören mit Spaß? Nein, ey. Ist einfach. Guck mal, Messi. Vorher also, diese Joke und so. Hast, da ey, zu viel ist auf jeden Fall Mafia, 100%. Hey, warte mal, raten wir doch, raten wir doch. Warte mal, sind wir uns einig, dass du Mafia bist? Hallo, hallo. Ey, Bruderherz, eine Sache, du chillst hier mit Schafskopf, wirklich? Du chillst, du machst erste Satz. Du atmest, macht. Die ganze, wirklich seit Ewigkeiten. Guck mal, wie rot der wird. Guck mal, wie rot der wird. Guck mal, der kann nicht mehr. Das ist schon mal länger als. Er ist Mafia, 1.000.000 Euro. Ganz kurz, cool. Also eine haben wir vergessen. Bambi, wie geht's? Leute, ich sag euch ehrlich, die hier benimmt sich komisch. Aurelia. Ist dabei, oder? Nee, das war eine andere. Das ist Aurelia. Aurelia, Leute, benimmt sich komisch. Die benimmt sich komisch hier. Jan und Benim, die Frau, gell? Ja. Und Asimemo hat, glaube ich, auch irgendeine Rolle. Wollte ich auch gerade sagen. Das Ding sagen. Ist, wenn die hier wirklich, was ist die nochmal, Richterin oder sowas? Oder ihre Mimi kannst du eh nichts rauslesen. Die ist wie ein Stein, da kannst du nichts sehen. Wenn die Richterin ist, Bro, dann ist die Übterin. Die macht am Ende das Urteil. Ja. Die sagt wirklich, wer ist. Die sagt wirklich. Mir geht's voll gut. Mir geht's richtig gut. Aber ich bin auch für Sophien. Ich glaube, Sophien, du also wirklich. Ich glaube, Sophien und sie sind du bist alle. Sophien und Bambi. Ja, nein, warum ziehst du mich raus, ins Verderben die ganze Zeit? Der und Sophien, egal was. Du bist auf jeden Fall Mafia, darüber, das haben wir schon geklärt. Ich suche nur die zweite Person. Ich will doch nur eine Runde länger spielen, Bruder. Panthea auch sehr leise, wirklich. Ja, ich analysiere ihn die ganze Zeit, weil er, sobald er was anfängt, sagt er sofort, der ist Mafia. Ja, der deswegen der beschuldigt zu sehr jemand anderen, ja, weil er sich selbst so, er will von sich ablenken, ja, deswegen. Asimemos Sass, dann hier Jan und Benin, die Frau und diese Aurelia. Ich weiß nicht, was für eine Rolle die haben, aber die haben auf jeden Fall eine Rolle. Oh mein Gott. Das mich keiner. Die Seite auf jeden Fall. Ja, alles kommt von dir. Ja. Wir sind ein Dorf, wir müssen zusammenhalten. Wir haben hier zwei Verräterinnen, Verräter. Jeder sagt was einen Satz. Weil es ist immer sehr, sehr willkürlich. Im ersten Tag kannst du nicht einfach so machen. Es geht gar nicht. Es wurde ja noch keiner umgebracht. Noch keiner hat sich verdächtig gemacht. Aurelia, fang an, sag einen Satz. Bist du Bürgerin? Ja. Wenn ja, was willst du für dieses Dorf erreichen? Jetzt spirituell und so. Aurelia for President. Also ich bin Bürgerin und deswegen, ich will Frieden für unser Dorf.
Guck, wie die lacht, Junge, die liebt doch. Ja. Die sagt, ich will Frieden. Nein, ich will euch alle abschlachten. Warte schon, vertraut mir, das ist die. Du hast ein Gefühl. Auch sass. Ja. Tut mir leid, ich guck einfach nicht mehr. Du willst Frieden fürs Dorf und was noch? Ja, und die Mafia finden, ne? Okay, super. Deswegen sind wir hier. Ja, super. Auch egal. Harun. Ja. Du bist, und was willst du für dieses Dorf? Ich bin auch Bürger, ich will auch Frieden in unser Dorf. Mafia oder Bürger? Bürger. Schau, Psychologie. Herr Farschert, warum gibst du die Alternative, Bruder? Ich bin definitiv kein Mafia. Aber warum fängst du direkt an zu schießen? Du hast direkt gesagt, ja, meine Frau ist Mafia. Du bist direkt so aus dem Wort. Aber die ist so ruhig, weißt du, so wie ich meine Frau kenne. Ach so, kennst du das? Du kennst das gar nicht von mir. Du willst auch Frieden, okay, Panthea. Panthea ist übrigens hier die Judikative. Sie ist Anwältin, in Ernst. Sie spielt ihre Rolle gut. Ich glaube, sie ist Mafia. Mit Sophien zusammen. Die geht's heute richtig gut. Das Gleiche. Ist doch alles selber. Mit Sophien zusammen. Also, ich bin Bürgerin und ich will die Mafia aufdecken. Die besteht aus Memo und ich glaube aus dir. Oh, weil du direkt deine Frau verdächtigt hast. Skandal. Ich weiß jetzt schon, wenn meine Anwälte. Ganz kurz, Anwälte zum Beispiel, die müssen jemanden verteidigen. Okay, da sagen die doch immer so, jetzt sagen wir mal ganz genau, was passiert ist. Ich habe hier eine Verschwiegenheitsding unterschrieben, ich darf nichts weiter erzählen. Dann wissen die doch immer, weil die schon mit so vielen Mandaten gearbeitet haben, zusammengearbeitet haben. Mandanten. Was habe ich gemacht? Mandaten. Mandatfeil. Also sie haben schon mit so vielen Leuten zusammengearbeitet, dass sie so einschätzen können, wer lügt nicht. Ja, das sind wie diese Kripos, die können direkt lesen. Ja, die können nicht so lesen. Ganz kurz, sie sitzt sogar wie eine Anwältin, oder bin ich gerade blöd? Ja. Ihre Hände so und dann ihre Beine aber auch in andere Richtungen geschlagen. Ja, das ist so. Du lernst sie nicht, nicht bei ihrem Körper halt. Weil das lernst du im ersten Semester. Sitzen wie ein Anwalt. So. Welche müssen in der Zukunft, Alter? Ja. Der Plan von den Sachen. Guck mal, ich gebe dir im echten Leben, gebe ich dir recht, sehen wir so aus, ja. Aber hier gerade auf jeden Fall nicht. Sophien und du, definitiv. Sieht mich immer mit in die Hölle. Ich chill leise in Ecke. Du bist schon drin, Bruder. Du bist echt. Bruder, selber schuld. Du hast zu schnell geschossen. Lass mal zweite Runde wenigstens spielen. Ich war letztes Mal bin ich auch rausgeflogen, ich war nicht Mafia. Das Ding ist, ich habe ihm versprochen. Ich push immer nur. Leute, ich will ihn nicht verteidigen, wirklich, weil er ist der auffälligste und der schlechteste Spieler aller Zeiten. Wirklich, ich glaube auch, er ist 100%. Aber er hat letztes Spiel hat er 5 Minuten gespielt und war raus. Und ich habe ihm versprochen, dass ich ihn dieses Mal nicht direkt rauskicke. Also meine Stimme hast du diese Runde nur nicht. Nächste Runde, Bruder. Ja, okay, wir gucken. Dankeschön. Richtig nett von dir. Bambi? Ich bin Bürger. Echt? Ja. ja? Das Was möchtest du fürs Dorf? Ich möchte fürs Dorf, dass diese Fitnerei hier aufhört. Oh schlau. Unsere Wildcard. Wenn sie jetzt Mafia ist, komplett grausam. Eigentlich Harun hätte sagen können, ich bin Bürger und ich möchte, dass dieses Dorf immer satt bleibt. Weil der ist dafür bekannt, dass er im Garten oder so kocht. Genau. So. Aber er ist nicht so kreativ wie du. Voilà. Stattdessen ist einfach Attrappe von rechts. Er hat einfach übernommen. Ich bin Bürgerin und ich will eigentlich Sophien kicken. Deswegen bin ich hier heute. Memo? Ich bin Heiler. Spaß, ich bin Bürger. Ob der Heiler diesmal. Ich hatte das Gefühl, Harun ist verwirrt. Nein, also ich bin auf jeden Fall Bürger. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, 100%. Wenn ich lüge, soll mich der Hund gleich beißen. Nein, Spaß. Also ich werde heute auf jeden Fall den Mafiosi finden. Den ersten habe ich gefunden, das ist auf jeden Fall Sophien. Bei dem zweiten bin ich mir noch nicht so sicher. Da fallen so 2, 3 Leute in meinen Raster. Leute, ganz kurz, irgendwas ist er. Weil er sollte nur vorstellen, wer er ist und was er macht. Er macht so, ja, ich bin Bürger und ich bin Heider, bla bla, macht erstmal Witze. Mhm. Und anstatt dann zu sagen, ich will das und das fürs Dorf, sagt er, ich will heute herausfinden, wer es ist, ich muss so viel. Wer ist er? Schon nochmal wieder von sich selbst ablenken. Nochmal. Irgendwas ist er. Nochmal klarstellen. Ja. Ich war mir noch nie so sicher in der ersten Runde. Ja, safe. Ich hab's nur einmal gespielt. Du hast das einmal gespielt. Ich war noch nie so sicher. Aurelia und hier die Frau von Harun, die sind sass. Ich glaube sogar, dass die 2 Mafia sind. Wer ist Heiler? Vielleicht die Anwältin. Wir schauen mal. Okay. Wirklich so, finde ich. Letztes Mal, du wurdest direkt rausgekickt und du warst Bürger. Du hast genau dasselbe gemacht heute wie letztes Spiel. Ich habe dir 1000 Mal gesagt, fang nicht an zu reden, du machst dich verdächtig. Danach WhatsApp-Nachricht, Bruder, ich war nur 5 Minuten heute im Spiel, was soll das? Jedes Mal. Auch dein Gesichtsausdruck, du bist hier reingekommen, als hättest du 3 Kekse bekommen gerade da drin im Aufzug. Rengin. Ich will, dass die Mafias raus sind. Fertig. Sofern.
Ich bin ja laut seiner Aussage ja Mafia. Es ist Memo auf jeden Fall, weil er eben auch nur einen Mafia benannt hat. Weil er derselbe. Deswegen weil er der zweite ja. Ich sag's ja die ganze Zeit. Also soll ich also auf die Judikative hören heute? Ich vertraue auf ihn. 3, 2, Memo. Leute, warte, bevor die stimmen, was machen okay, wir? Okay, wir sagen Memo, Mafia, ne? Jetzt nur einen wählen. Ach, nur einen? Ja, 3, 2, 1, Memo. Time haben wir mit Memo. Jo, viel auch Memo viel. Ihr macht einen Fehler. Überlegt es euch nochmal. Ey, Harun, überlegt es euch gut. Aber die ist es vielleicht auch. Also, das aber ist ganz kein kurz. Fehler. Kelleck für Harun, weil wenn sie es nicht ist. Oder zu Hause gibt es Stress. Nein, ich fahr dahin, du willst mich raus. Nach dem bist du. Für eine Woche nicht mehr draußen grillen. Ich zeig dir jetzt, wie ich Mafia sein kann. Jetzt bin ich Mafia in unseren vier Welten. Nein, aber was ich sagen wollte ist, wenn sie es jetzt nicht ist, wenn alle sagen, der kennt seine Frau nicht. Ja, ja. Und dann, weil ich wüsste ganz genau, ob du lügst. Dann ist er nicht mehr Löwe und Bär, dann ist er Katze und Maus. Ich bin auch nicht auf meinem Mann. Der liegt immer falsch. Wieso? Wo liegt der noch so falsch? Boah, ich glaub dir gerade irgendwie. Was ist bei Privatleben so falsch? Guck mal, ich will Fitner machen. Ey, warte mal, ey, ich glaub mir gerade irgendwie. Ey, hört auf, sie rauszukicken. Ich glaub mir gerade irgendwie. Memo, wieso? Weil du eine Kollegin verlierst? Nein, sie ist kein Mafia, der ist Mafia. Rengin, du bist raus. Die ist Mafia. Offenbare uns deine Rolle. Ich bin Bürger. Nein, ich wusste es. Ich hab doch gesagt, die ist... Guck mal, jetzt, ey, wir spielen nochmal zurück und zeigen dir kurz Haruns Reaktion. Nein, okay. ganz kurz, noch einmal. Hört auf mich, Digga. Ich hab letztens bei Among Us einfach erraten, wer... Drei Stück. Ja, da hab ich einfach erraten, wer... 3 von 3. Imposter. Also, Sass, Leute, ist Memo. Dann die neben der Anwältin. Der Bambi. Genau, die neben der Anwältin und die ganz links. Aurelia. Bei uns deine Rolle. Ich bin Bürger. Kurz Harun. Ich sag euch, ich hab auf dich vertraut, Bruder. Harun, alles wegen dir. Er wollte nur Fitner gegen seine eigene Frau machen. Harun ist Mafia. Harun, du bist Mafia. Sofian, du bist raus. Nein. Jetzt werde ich getötet. Ich hab so viel, ich einfach 2. Runde dabei. Ey, Heiler, rette mich. Es wird Nacht. Alle Augen zu. Mafia, wer soll sterben? Heiler, wen willst du retten? Der Tag bricht ein. Panthea, du bist raus. Harun, Walla, ich küsse auf dein Herz, Bruder. Wirklich. Nur weil die gut einschätzen kann. Ja. Memo, hast du dich wirklich... Und wen hat sie die ganze Zeit beschuldigt? Memo. Warum hat Memo sie gekickt? Weil sie zu gut ist. Weil sie es einschätzen kann. Ja, weil sie gesagt hat, Memo ist es, weil du machst so und so. Also, der wurde nervös. Memo dachte sich so raus mit der... Ja, die kickt natürlich. Jetzt für die entschieden. Warum hast du die rausgeschmissen, Bruder? Du hast dich bewegt. Warum hast du die rausgeschmissen? Ey, ich schwöre, gell, ich schwöre. Ach so, man darf gar nicht schwören. Aber ich wollte gar nicht schwören. Nein. Die ist sauer. So hübsch. Er hat sich auf jeden Fall bewegt die ganze Zeit, als er gefragt hat, wen wollt ihr raus haben. Bruder. Ich hab die ganze Zeit deine Ketten gehört. Aber dieser Hand. Du hast deine Hand gewesen. Das wäre komplett dumm von ihm, wenn er sie jetzt rauswählen würde. Weil sie hat doch vorhin auf ihn. Ja, aber das wäre dumm von ihm, weil sonst würden wir alle, ja, wir würden alle wissen, dass er es ist. Ich hab, was, es würde nur jemand machen, wenn du es jetzt wärst, dann wäre es ja viel zu auffällig, weil du sie jetzt rausgewählt hättest, wenn du Mafia wärst. Ja, das sowieso. Ich hab, glaube ich, eine kranke Theorie. Du hättest aus mich rausgekickt. Nein, Harun. Warte mal, ich hab eine kranke Theorie. Ja, erzähl du mal. Harun, mein Bruderherz. Ja, bitteschön. Du hast deine Frau gekickt. Ja, richtig. Und für dich war Panthea richtig, du hast gerade zugegeben. Nee, also ich hab gedacht, die ist Mafia. Nein. Du hast deine Frau gekillt? Ja. Aber ich hab gedacht, die ist Mafia. Was? Harun, bist du... Nein, sie sagt, du hast deine Frau gekillt. Und er sagt ja, weil er ja sie beschuldigt hat. Dazu sagt er ja. Aber sie sagt, ach, du hast sie getötet. Verstehst du? Ja. Das ist Kommunikationsfehler. Aber ich hab gedacht, die ist Mafia. Harun, bist du Mafia? Ich bin kein Mafia. Ich hab gedacht, mein Frau ist. Hast du deine Frau gekillt? Nein, der ist nicht. Ja, richtig. Oder die zweite Frau noch. Hä? Ein Mafia hat deine Frau gekillt. Was, die hab ich richtig verstanden. Nein, der ist nein, er meint, nicht. Wir haben sie alle rausgewählt. Er hat sie auch er geht vor Gericht direkt rein. Ach, du bist auch raus. Also, ich hab's Gefühl, du hast deine Frau gekillt. Dann hast du Panthea rausgeworfen, weil Panthea Memo beschuldigt hat und Memo ist irgendwie dein Kollege, kann sein. Ich hab da so hätte das ich Gefühl. Doch Panthea gewählt. Memo, ja, bist du Mafia? Nein. Bitte, mach nicht so Filme wie Enisa bei erster Folge. Nein. Red jetzt nicht Persisch oder Kurdisch mit mir, bitte, ich kann das nicht. Bist du Mafia? Nein, ich bin nicht Mafia! Guck mir in die Augen. Ja. Bist du Mafia? Nein.
weißt du noch, damals Interview zusammen, wir hatten gute Zeiten und so. Ja, weißt du noch, wir waren Freunde und so. Wenn du das jetzt bist und mich verarschst, ich überlebe das nicht. Ich bin kein Mafia. Der ist! Er hat es warm, er lügt nicht. Er hat es warm. Dein Mann ist auch nicht Mafia, weil er, als du rausgeflogen bist, gesagt hat, scheiße. Ah. Er muss es ja wissen. Er hat doch gegen dich gezielt. Die ist so schlau. Ja, er wusste es. Also danach kein Wunder, dass die die rausgewählt haben. Guck mal, die ist die Schlauste. Nein, Harun ist es auch nicht. Harun ist es auch weil nicht. Weil der versteht das Spiel nicht mal. Der so, was? Wer hat getötet? Ich check's gerade nicht. Was Also er ist auch Bürger. Weil sonst hätte er nicht sich geärgert. Harun, mein Bruder, bitte, ich küsse dein Herz. Aurelia ist auch ganz gefährlich. Also ich glaube, es ist Aurelia. Sie ist so unscheinbar. Guck mal, sie ist so unscheinbar. Ja. Aurelia ist auch sie auf ihn gegangen und als er auf sie gegangen ist, hat sie am Ende sie gewählt und hat davor gar nichts über sie gesagt. Stimmt. Wir dürfen so viel immer noch vergessen. Warte, ich weiß es. Ey, ich weiß es. Paschat, ich hab's. Wir können das Spiel beenden. Warum? Ich weiß, wer Mafia ist. Ich bin absolut kein Mafia. Aurelia, ich kenne meine Sache. Es gibt eine Sache. Ich kann nicht lügen. Ja, ich schwöre, sie kann. Ich bin der ehrlichste Mensch überhaupt. Hast du trainiert für heute? Sie macht so, wenn sie hat. Sie ist auch voll zappelig die ganze Zeit. Nein, überhaupt nicht. Sie sitzt, guck mal, sie hat ihre Dings, ihre Fußspitzen sind so ernst. Ja, die sind so, weil sie nervös ist. Nein. Ich kenne meine beste Freundin. Ihre Waden sind auch nicht angespannt, alles entspannt. Psychologie. Glaub mir, sie ist. Weißt du warum? Ich erkläre dir warum. Sie hat als erstes mit uns allen zusammen zu viel beschuldigt. Dann, als drauf ankam, wo wir wählen sollten, hat sie auf Harunds Frau gezeigt. Meine unschuldige Frau. Hör auf, du warst noch schlimmer. Du hast sie beschuldigt. Harun, wir haben extra. Ich denke, alle Ehen brechen auseinander und so. Ganz kurz, du hast jetzt die Möglichkeit, in diese Kamera deiner Frau eine Nachricht zu hinterlassen und dich zu entschuldigen. Bitte, ist deine Bühne jetzt. Entschuldigung, Schatz. Hätte ich nicht angenommen. Entschuldigung, Schatz. Du Bruder, ich hätte gesagt, nein. Warum hat keiner bis jetzt Paschat beschuldigt? Paschat oder Bambi sind komplett draußen. Weißt du warum? Paschat wirkt nicht wie eine Mitspielerin, sie wirkt wie eine Moderatorin. Ja, als würde sie das Ganze ich voll vergessen, dass sie überhaupt mitspielt. Ja. Die ganze Zeit ist da, um zu moderieren. Ja, safe. Also, das geht nicht. Entschuldigung. Bambi ist auch leise. Ich habe gerade mit Mafiosi Hand geschüttelt, wirklich. Es war kalte Hand, kalt. Ja, gell. Kalte Hand. Eiskalt. Aber so eiskalt, dass er direkt erstmal seine Frau so wegmacht. So das Dings, wie heißt es, das, weil sie kennt ihn am besten. Vielleicht sind Aurelia und Harun einfach mal Mafios. Aber ich will zu viel nicht außen vor lassen. Zu viel ist auf jeden Fall Mafia. Das war gerade so schön ruhig. Ich schmeiß diese Runde raus. Ich will noch dritte Runde kommen, voilà. Guck mal, sie war das nicht. Die Anwältin, die mich beschuldigt hat, war es auch nicht. Aber Rengin hat auf ihren Mann gezeigt. Und das, die sind connected, weil die sind so, diese Bachelor-Janim und so. Die haben diese Fusion, so mental und so, weißt du? Die haben so Herz an Herz. Ja, das meine ich doch. Aber warte mal, er kriegt doch direkt seine Frau raus. Warum macht man so etwas, weil diese Person einen am besten... Ich glaube, die interpretieren gerade viel zu viel diese Harunds, dass er seine Frau rausgeschickt hat. Das hat er nur gemacht, so dieses so, guck mal, ich sag, du bist alle Macher, du bist draußen. Der hat gar nicht mal nachgedacht, wer ist Mafia, wer ist keine Mafia. Weißt du, was ich meine? Das Ding ist, die Anwälte sind, wir nennen die einfach für die Folge nur die Anwältin, die hat bestimmt auch einen Namen, aber die Anwältin kann sein, eigentlich muss nicht sein. Vielleicht weiß ich auch einfach die Anwältin, wie Herr Anwalt auf TikTok, einfach Herr Anwalt. Guck mal, Harun hat wirklich, nachdem sie rausgeflogen hat, gesagt, oh scheiße und so. Und dann haben die gesagt, hast du die getötet? Er sagt, ach so, ja. Dann haben alle so gelacht, er versteht es nicht, verstehst du? Ja. Weil erst, wäre in der Rolle, würde er mehr aufpassen, was er sagt, was er tut, aber er ist es nicht. Deswegen denkt er sich so, ich brauche auf nichts zu achten. Asimemo ist es und dann entweder Aurelia oder Bambi. Die nehmen Paschat, also Aurelia, ne? Nee, Bambi oder Aurelia, genau. Okay. Ja, genau. Ist so. Sofien und Harun sind Mafia. Sofien und Harun. Ich glaube auch Sofien und Harun, 100%. Das Spiel zu Ende. Du hast am Anfang zu sehr geschossen. Aurelia ist, glaube ich, Heilerin. Sie geht mir Heilerin. Was bringt uns das aber? Schatz, bitte rette mich. Und jetzt? Ich habe voll Angst vor dir, bitte. Vielleicht ist Paschat auch Mafia. Die drei sind es. Ist ein bisschen ruhiger als sonst. Genau, und so ein bisschen überlegter. Keiner verdächtigt gerade Paschat. Paschat verdächtigt gerade alle anderen. Ja. Deswegen ist sie auch ruhiger. Genau. Paschat und Memo. Hey, Paschat. Gib mal nichts zur Runde, Bruder. Ich war auch ganz ruhig. Ich hab extra nichts gesagt. Er ist auf jeden Fall Mafia. Ich hab halt nur Mitleid mit dir, Bruder, weil du wirklich die letzten Folgen immer direkt nach 5 Minuten gespielt wurdest. Und du warst die letzten Folgen immer... Warum sollte ich jetzt lieben? Er war immer Bürger und ich hab Mitleid. Ich will dem nicht wieder... Ich will nicht WhatsApp-Call, FaceTime, Bruder. Bitte einmal. Ich bin es eh nicht. Das ist so unnötig. Das ist Verschwendung, Alter. Ich setze jetzt auf unsere wundervolle Rengin, weil sie weiß, ihr Mann...
Richtig. Er war direkt meine Frau. Lass schon mal Harun rausschmeißen und danach gucken wir nächste Runde. Wollen wir nicht erst noch Sophien rausschmeißen? Nein, nein, nein. Warte, Bambi. Ja, bitte. Also bei ihm. Pascha, was ist eigentlich mit dir? Warum ist bis jetzt keiner auf Pascha gegangen? So, ja. Danke. Direkt am Anfang ist jeder auf Pascha. Nein, nein, nein. Er ist einmal auf dich gegangen, dann sind alle auf ihn gegangen. Ja, warte mal, Pascha. Keiner ist auf dich gegangen, das stimmt. Bruderherz. Ich küsse eure Herzen. Wenn ich Mafia wäre, würde ich nicht mehr die Eier haben, so viel zu reden. Ich wäre so. Du redest immer viel. Ja. Das ist was anderes. Das ist dein Job. Ja, das ist dein Job. Du kriegst Geld fürs Reden. Hör auf damit. Okay, ey, wir nehmen raus. Harun oder Sophia? Ich habe krass viele Debatten wegen ihm gemacht. Asi, war schon sehr auf. Nicht Harun. Ja, ich finde so diese Ehestreit direkt war viel zu auffällig, Leute. Wirklich. Aber warte, tut mir leid, geht dann Raum rein, hat direkt Stress. Aber ich will nicht verantwortlich sein, wenn noch ein Bürger rausfliegt, deswegen. Leute, ich bin nicht für Harun. Der geht klar auf seine Frau. Das ist auch fair, der steht, dass du sagst, ich bin nicht für einen. Du willst so einen auf ablenken, ey, ich bin doch Bürgerin, ich bin nicht dafür, dass sie den rauskriegen. Und so ist auch sehr verdächtig. Ja. Also Leute, ich sag's euch jetzt mit Ansage. Diese Bambi hat eine Rolle, weil entweder sie ist Heilerin. Ich glaube sogar, sie ist Heilerin, gell? Aurelia ist Mörderin. Und Asimemos Mörder. Weil die ganz links. Die fokussieren links sich auf Sophien und auf Harun, dabei die zwei, die sind vertraut mir nicht. Guck mal, ich hab's ganz links sagt doch so. Ja, Aurelia sagt doch so, ja, ich kann nicht lügen und so, wirklich, ich bin so eine schlechte Lügnerin. Weil sie ist nicht Mafia, sondern die Heilerin. Und jeder fragt die ganze Zeit, bist du Mafia? Und die denkt sich so, nein, wirklich nicht. Aber fragt sie, ob sie Heilerin ist. Ja. Dann zittern ihre Beine doch. Ja, dann verändert sich ihre Mimik. Ja, safe. Hohe Ton! Oh, hohe Ton, das war ein ernster hoher Ton. Ja, das war schon ganz komisch. Bambi, zeig alle auf Bambi jetzt. Bambi, hast du damals deine Mutter oft angelogen? Ey, Sophia. Nein. Ich sag einen Satz. Ey, Bruder, wir nehmen dich vielleicht mit deiner Ecke. So, hör auf, du bist auf Bewährung. Hör auf damit. 3, 2, Memo. Oh, wie toll. Eindeutig. Eindeutig, Charlo. Was bist du? Ich bin Bürger, leider. Ey, Digga! Ey, das war so offensichtlich, Junge. Ihr könnt Menschen nicht lesen. Das war so. Das ist wirklich Digga, Memo. Memo ist noch nie bei jemand so offensichtlich. Safe. Bei Memo, ich sag doch. Krass, Alter. Krass. Warte, ihr müsst auf die Reaktion achten. Oder Memo, ich sag doch. Krass, Alter. Geh doch mal zurück. Alter, Charlo. Was bist du? Ich bin Bürger, leider. Nur Bambi reagiert nicht. Nur Bambi weiß das erst nicht. Warte mal, guck mal, die ganz links, die checkt nicht, weil die denkt sich so, ist es jetzt gut oder schlecht? Eigentlich für sie gut, weil sie ist vielleicht Mafia. Und die sieht ja alles aufgeregt, macht dann so, ach so, scheiße, wir haben gerade einen Bürger verloren. Guck mal auf ganz links. Okay. Alter, Charlo. Was bist du? Ich bin Bürger, leider. Nicht. Oh, dann guckt oder die anderen Memo an. Ja. Aber Bambi reagiert auch nicht. Sass. Menschenkenntnis ich bin nur mit Ratten und Schlangen. Null. Ich bin nur mit Ratten unterwegs. Nur mit Ratten und Schlangen vorbeigetroffen. Ey, Heiner. Gut, dann lacht er einfach beim Rausfliegen. Aurelia, bitte. Sophien, schon wieder deine Nachricht. Ich hab dich hingedrückt. Lieber, warum hat er dich verdächtigt? Das kann er jetzt mal erklären. Sophien, mach nicht auf. Soll ich freiwillig raus? Ja, du kannst freiwillig raus. Es wird Nacht. Okay. Mafia, wer soll sterben? Die töten jetzt Sophien. Oh mein Gott, wie spannend. Wen willst du retten? Warte mal, wer lacht da? Das ist Memo, oder? Ich will einmal gewinnen, bis Ende. Der Tag bricht ein. Oh, mein Herz rast, mein Herz. Noch nie so lange meine Augen geschlossen. Ich war noch nie so weit. Bambi. Du bist raus. Ist tot, Wildcard. Oh Mann. Ich wusste es, Leute. Hey, ganz kurz. Ist jetzt nicht das Spiel verloren, weil es gibt zwei Mörder und es gibt zwei Bürger? Dann ist es doch verloren, oder? Also, wenn es gleich viele Mörder wie Bürger gibt, dann ist das Spiel verloren, bin mir sehr sicher. Ey, wer macht es? Wie fake? Die heutigen Gewinner sind Mafia. Die zwei waren mal was? Das wollte ich doch sagen. Halt dein Maul. Oh mein dein Gott, Maul. Ich hab grad eben gesagt, ihr könnt Menschen nicht lesen, bla bla bla. Warte, ich schwör auf alles. Ich wollte sagen, warte mal, was ist, weil Sophien und Pascha sind Besties. Die sind beste Freunde. Was ist, wenn die beiden sind und die denken sich so, Killer, guck mal, keiner wird auf uns kommen. Weißt du, was ich meine? Deswegen hat doch niemand Pascha geredet. Deswegen hat niemand vermutet, dass Pascha das ist, verstehst du? Ich hätte niemals auf die beiden gewettet. Niemals. Also kurz, Asimemo, was hast du? Was hast du für eine Mimik-Gestik, Bruder? Was? Das ist dein normales Verhalten? Ich dachte wirklich, du wärst nervös as hell. The fuck?
Also die zwei Brüder hatte ich gar nicht auf den Schirm. Bruder Sufjan, ich hab dich mehr in Schutz genommen als mein eigenes Kind, Digga. Oh. Ich hab gesagt, der ist es, ich lass den Jungen in Ruhe, Bruder. Ey, Paschat, dir können wir auch nicht mehr vertrauen, gell? Der Paschat, das ist mein Job. Das ist mein Job, das ich werd dafür bezahlt. Oh, Scheiße. Fuck, ich hab alles geglaubt. Gut. Hey, hey, so Spaß gemacht. Ihr habt niemals gelernt. Ihr wart gefunden, das Fressen. Warum hast du dich auf mich gehört? Ich bin sehr sauer. Ja, das könnte man, du hast mich direkt. Ich hab mich direkt. Du warst auch angekündigt. Kannst du weißt, wie du reinkommst, ne? Ich muss euch eine Sache noch erzählen, die ich gemacht habe. Ja. Vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer, die andere Zuschauerin es gemerkt. Bei Heila, ich habe extra meinen Fuß so gemacht. Es war, sag mal leise, ich war extra bei jeder Runde Heila, ich war so mit Absicht. Ich habe gehofft, dass sie das hört, so von wegen Pasha. Ich habe es gehört, ich habe es ignoriert. Hast du ignoriert? Ich war so. Trick, Walla. Ich habe große Trick, aber ich habe alles gegeben. Weißt du, ich auch gemerkt habe, dass du lügst, als du gesagt hast, bitte Heila, rette mich, da wusste ich, dass du das bist. Da wusste ich, dass du Mafia bist. Ciao, Spams. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Ich kümmere mich jetzt um meine beste Freundin, die ich verraten habe. Wir sehen uns das nächste Mal hier bei Mafia. Danke nochmal an Bambi, danke an alle hier, Sofien. Hey Leute, das war's mit der Folge. Wir haben ja richtig abgelost. What the fuck? Ich dachte, wir in der letzten Runde waren wir besser. Wir laden die Folgen schon. Wir laden nur hoch, wenn wir gewinnen, Digga. Ne? So, die andere kommt dann online, ja. Danke trotzdem, dass ihr zugeschaut habt. Das war's mit dem Video, Leute. Liken, kommentieren, abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen um 20 Uhr. Tschüss. Ciao.